Achtung, das hier ist nicht einfach so ein weiteres 3 kostenlose Plugins, die du unbedingt haben musst Video. Es steht vielmehr unter dem Motto, da waren sie wieder, meine 3 Probleme. Die Drums in meinem Mix knallen nicht wirklich, der Mix ist nicht breit genug und insgesamt soll der Mix auch noch ein bisschen aufgeräumter klingen. Um dir zu helfen, diese 3 Probleme in deinem Mix ganz einfach zu beheben, zeige ich dir gleich 3 kostenlose Plugins, die du unbedingt haben musst. Auf jeden Fall. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Aber ich meine, warum auch nicht einschalten, wenn man nicht nur Geld sparen kann, sondern gleichzeitig auch noch sicherstellt, dass die Musik danach besser klingt. Außerdem ist der Jäger und Sammler in dir doch sowieso schon auf der Pirsch, oder? Also folgende 3 Probleme kann sich ja jeder für seinen Mix irgendwann mal formulieren. Erstens, die Drums im Mix knallen nicht richtig, könnten sich also besser durchsetzen. Zweitens, der Mix könnte ein bisschen mehr Stereo vertragen und insgesamt soll der Mix dann auch noch ein kleines bisschen aufgeräumter klingen. Und um deine kostbare Zeit nicht länger als nötig zu beanspruchen, lass uns direkt starten. Falls du aber zwischenzeitlich feststellen solltest, dass dieses Video dir weiterhilft, dann zeig's mir gerne über einen Daumen nach oben, denn das motiviert mich dann noch mehr, dir solche Videos wie diese hier weiterhin zu zeigen. Jetzt gehen wir aber erstmal rüber. Hören wir uns zunächst einmal den Mix an, den ich für dich vorbereitet habe. Der klingt im Moment wie folgt. Soweit so gut, aber ich habe ja gesagt, unsere 3 Probleme. Also, Drums sollen sich besser durchsetzen, ein bisschen mehr Stereo und wir wollen aufräumen. Starten wir mit den Drums und um jetzt durchsetzungskräftigere Drums zu nutzen, würde man jetzt normalerweise tief in die Trickkiste reingreifen, New York Compression, also Parallelbearbeitung mit Kompression, vielleicht mit Saturation und so weiter. Oder man nimmt sich das kostenlose Tool Diablo Light von Cymatics und das lade ich mal hier auf meinen Drumbus drauf. Und das bringt Folgendes mit. Erstmal ein sehr übersichtliches Display oder ein Nutzerinterface, wie man so schön sagt, und auf der anderen Seite ein paar Knöpfe, die quasi mehr oder weniger selbsterklärend sind. Wir haben auf der einen Seite Punch, wir haben auf der anderen Seite Clip, also damit kommt Verzerrung und Übersteuerung dazu. Dann haben wir das Ganze noch mit einem Mixregler, sodass wir dann auch parallel bearbeiten können. Steht der Mixregler auf 0, hören wir das unbearbeitete Signal, 100% nur das Signal, was bearbeitet wird und alles dazwischen ist quasi der Mix aus unbearbeitetem und bearbeitetem Signal, also eine Parallelbearbeitung. Mit dem Output-Regler kann man das Ganze noch in der Lautstärke anpassen, damit es nicht lauter rausgeht, als reingeht ins Plugin. Und mit dem Input-Regler kann man noch ein bisschen mehr Dampf reingeben, wenn das Plugin nicht genügend macht. Aber schauen wir mal, was passiert. Wir drehen einfach mal ein kleines bisschen rein und achte mal auf die Drums, wie sie sich jetzt im Mix deutlich besser durchsetzen. Mixregler runter. Und jetzt schiebe ich mal subtil dazu. Bisschen leiser. Bypass. Du siehst, mit dem Diablo Light von Cymatics kannst du rucki zucki in einer Parallelbearbeitung mit Punch und mit Clip dafür sorgen, dass deine Drums sich deutlich besser durchsetzen. Das Ganze hier in diesem Fall jetzt bei mir auf dem Drumbus, geht bei dir natürlich auf einem Beat einzeln drauf oder auf Shakern oder sonst was. Irgendwie kann man richtig schön mit rumspielen, ist ja kostenlos. Gehen wir mal weiter. Ich habe ja gesagt, dass wir Sachen auch ein bisschen Stereo verbreitern möchten, dass wir ein bisschen mehr Stereo haben möchten. Und du wirst es schon ahnen, das Tool meiner Wahl, das Hilfsmittel meiner Wahl ist natürlich der Wider. Ja, soweit altbekannter Schuh, aber der Wider ist jetzt als Version 2.0 rausgekommen. Und das bringt ein Feature mit, eine kleine Funktion, die das Ganze noch abwechslungsreicher im Einsatz macht. Und wir schauen uns erstmal an, wie der Wider im Moment aussieht. Nehmen wir mal diese Akustikgitarre und ich lade den Wider einfach mal drauf. Dann können wir erstmal sehen, was sich geändert hat. Letztendlich sieht er genauso aus, wie er vorher auch ausgesehen hat. Aber er hat ein weiteres Feature dazu bekommen oder zwei sogar. Er hat ja auf der einen Seite diesen Low Bypass, den wir uns gleich nochmal genauer angucken. Und auf der anderen Seite einen Mono-Schalter. Wahrscheinlich, um zu hören, ob das Signal lauter oder leiser wird, wenn man den Wider anhat oder wenn man ihn nicht anhat. Aber hören wir erstmal die Akustikgitarre. Ich lasse sie mal hier kurz solo laufen, schalte sie dann in den Mix rein und dann gucken wir mal, was der Wider macht. Soweit, so weiter. Mal zurück und jetzt im Mix. Knopf.
Also, soweit so bekannt, aber was macht denn jetzt der Knopf in der Mitte? Was macht Low Bypass? Und das ist ziemlich cool, weil jetzt kannst du den Wider auch auf wirklich basshaltigen Instrumenten wie zum Beispiel fetten Synthesizern oder einem Bass selbst benutzen. Und das machen wir jetzt mal. Wir machen den Bass ein bisschen breiter mit dem neuen Wider 2.0. Den lade ich mal hier auf meine gelbe Spur. Gelb sind bei mir immer die Bässe. Und hier haben wir jetzt den Wider. Nehmen wir den Bass mal kurz solo und hören an, was der Wider macht. Soweit so bekannt. Aber das Problem ist jetzt, dass er das komplette Signal, also das komplette Frequenzspektrum von 0 bis so und so viel Hertz, wie er jetzt gerade hat, der Bass, dass das alles ins Stereo gezogen wird. Und meistens möchte man für einen druckvollen und punchigen Bass doch dafür sorgen, dass die tiefen Frequenzen meistens so unterhalb von 100 Hertz, dass die eher mono in der Mitte bleiben, also nicht verstärkt werden oder nicht verbreitert werden im Stereofeld. Und das können wir mit diesem Knopf hier machen. Gehen wir mal beim Low Bypass hier einfach hoch und stellen hier einfach mal, sagen wir mal, irgendwas mit 100 Hertz ein, ungefähr in dem Bereich. Dass wir rauskommen. Also alle Frequenzen jetzt im Moment von unter 112 Hertz werden nicht im Stereo verbreitert. Der Bass bleibt druckvoll in der Mitte, unten im tieffrequenten Bereich und trotzdem nimmt er mehr Platz im Stereopanorama ein und kann einen schmalen Mix ein bisschen auffüllen. Das Ganze im Zusammenhang. Ich schalte ihn mal hier nochmal auf 0 und dann drehen wir ein bisschen mehr an der Bassschraube hier. Der Bass wird subtil verbreitert, nimmt ein bisschen mehr Platz im Stereopanorama ein, ohne seinen Druck zu verlieren. Und der Wider 2.0 bringt auf jeden Fall das nötige Tool mit, um das zu erreichen. Nicht nur für Bässe, sondern auch für fette Synthesizer und so weiter und so fort. Viel Spaß auf jeden Fall beim Ausprobieren. Aufräumen, habe ich noch gesagt. Wir wollen ja noch, Problem Nummer 3, ein bisschen den Mix aufräumen. Bisher sind wir ja schon ganz gut vorangekommen. Jetzt nehmen wir einfach mal auf unserem Masterbus einen Equalizer. Aber nicht irgendeinen Equalizer, sondern wir nehmen einen Tilt-Equalizer. Der Tilt-Equalizer hat folgende Spezialfunktion. Er spiegelt an einer bestimmten Achse im Frequenzspektrum und kippt dann quasi das Frequenzspektrum. Wenn wir also zum Beispiel den Knopf, sagen wir mal jetzt gleich, nach rechts drehen, dann werden die Bässe angehoben und die Höhen abgesenkt. Und umgekehrt, wenn man in die andere Richtung dreht, werden die Bässe abgesenkt und die Höhen werden angehoben. Das Ganze an einer Achse und dafür brauchen wir erstmal das passende Tool. Auch kostenlos den S-Tilt von TB Pro Audio. Den lade ich mal hier rein. Und der S-Tilt, hier kann man auch schon sehen, bringt hier zwei Piktogramme mit, die das auch darstellen. Hier auf der rechten Seite vom Knopf, wenn du nach rechts drehen solltest, dann werden die Bässe abgesenkt und die Höhen angehoben und umgekehrt auf der anderen Seite werden die Bässe angehoben und die Höhen abgesenkt. Das Ganze ist jetzt auf dem Masterbus mit Vorsicht zu genießen. Es muss auf jeden Fall vor deinem Limiter passieren. Das heißt, wenn du den S-Tilt reinlädst, achte darauf, dass der Limiter das letzte klangbeeinflussende Plugin auf deinem Masterbus ist. Denn sonst würdest du mit dem Limiter das Ganze laut machen und wenn du dann noch Frequenzen anhebst, mit dem S-Tilt, dann würde das Ganze übersteuern. Also alle klangbearbeitenden Maßnahmen vor dem Limiter habe ich jetzt hier auch gemacht. Und jetzt kommt das coole Teil hier, das coole bei diesem Plugin. Man kann zum Beispiel hier die Grenzfrequenz eingeben. Nehmen wir mal hier ungefähr, ja, irgendwas bei 3, 4, 500 Hertz so. Ne, mal 500 Hertz können wir so einstellen. Dann nehmen wir die Qualität, stellen wir hier auf High. Das heißt, der muss jetzt ein bisschen vorberechnen. Das heißt, er nimmt sich ein bisschen Brechenzeit. Dadurch wird das System ein kleines bisschen träger, aber die Qualität vom Sound stimmt dann einfach. Und wenn du jetzt hier mit diesem Schalter, mit dem Channel-Schalter von Stereo umschaltest, nicht auf links, nicht auf rechts, nicht auf Mitte, sondern auf Seite, dann wird das Stereosignal spezial bearbeitet. Das heißt, der Mono-Anteil vom Stereosignal, der aus beiden Boxen gleich rauskommt, der wird nicht bearbeitet, sondern nur die Differenz, also das, was den Stereo-Anteil im Sound ausmacht. Und wenn wir den ein bisschen aufräumen, also die Bässe ein bisschen rausnehmen, wird der Bass insgesamt fokussierter. Und wenn wir da die Höhen ein bisschen anheben, dann haben wir quasi den Effekt, dass der Mix ein bisschen frischer klingt, ein bisschen breiter, ohne dass man großartig was gemacht hat. Und genau das geht perfekt mit einem Tilt-Equalizer. Deswegen machen wir das mal. Wir stellen hier auf Side und dann hebe ich jetzt gleich einfach mal ein bisschen an. Der Sound wird ein bisschen stottern, aber das soll uns nicht davon abhalten, denn das Endergebnis wird auf jeden Fall entschädigen. Ich drehe jetzt mal rein, lasse den Mix mal laufen und dann stelle ich zwischendurch nochmal auf Bypass.
Der S-Tilt, eine echte Wunderwaffe auf dem Masterbus, wenn man subtil noch ein bisschen nachjustieren möchte, ein bisschen mehr Fokus auf die Bässe haben möchte, ein bisschen breiteren, helleren Mix und das Ganze noch ein bisschen aufräumen will. Das waren sie, unsere drei Probleme. Die Drums setzen sich besser durch, wir haben ein bisschen mehr Stereo im Mix und wir haben auch noch aufgeräumt mit dem S-Tilt. Und falls du dich jetzt gerade gefragt haben solltest, was es mit Mitte-Seite auf sich hat und was das mit einem Equalizer zu tun hat, dann verlinke ich dir hier mal ein Video, wo es um den Mitte-Seite-fähigen Equalizer geht. Spannendes Ding auf jeden Fall, da sehen wir uns da gleich. Bis die Tage, mach's gut und Yassou!